herzlich willkommen zum großen Finale im Mittelalter. Naja, das Vorfinale. Es ist erst die Welt Nummer 3, aber wir haben hier die Endbrücke jetzt. Baue eine Brücke, um das Volk mit Nahrung und Baumaterial zu versorgen. Gib nicht mehr als 20.000. Das ist wieder so. Jetzt muss wieder der Sparfuchs kommen. Baumeister, man berichtete mir, dass ein Teil meines Volkes seit dem Überfall der Orks Hunger leidet und in zerstörten Häusern wohnt. Baut mir eine Brücke, damit ich ihnen Nahrung und Baumaterial zukommen lassen kann. Okay, also König hat mal wieder seine Faust erhoben. Das heißt, wir fangen wie immer nach dem gleichen Prinzip an. Erstmal die Brückenteile bauen. Jetzt schauen wir mal, was wir zur Verfügung haben. Wir sollten auf die dicken Baumstämme verzichten. Das heißt, wir probieren das Ganze hier über Seitenwinkel zu machen. Einmal, zweimal. Und jetzt können wir auch hier nach unten gehen. Bauen wir hier erstmal die Brücke so, wie wir es denken. Einmal, zweimal, dreimal. So. Und hier noch eine Seitenverstrebung auf dem direkten Weg, damit das Ganze hier in der Mitte eigentlich schön was hält. Der Teil hängt uns durch. Das heißt, hier gehen wir auf. Und da kommen sehr, sehr schwere Sachen. Das heißt, das hält uns hier an der Seite nicht. Wir müssen also auf den Teil hier gehen. Und machen das Ganze so, dass wir hier jeweils runter gehen. Und jetzt müssen wir natürlich noch schauen, das reicht natürlich nicht. Das ist blöd. Deswegen brauchen wir hier noch ein zweites Prisma. Jeweils, das auf diese Teile hier geht. So, jetzt einmal hier absichern. Und einmal hier absichern. Sieht alles noch ein bisschen instabil aus. Die Teile hier sollten wir natürlich auch noch ein bisschen absichern. Zack. So, schauen wir an. Sie fahren auf die Brücke. Da unten wurde es schon bedächtlich rot. Das heißt, wir machen hier noch eine gewisse Absicherung rein. So, nochmal schauen. Da unten ist zwar rot, jetzt sticht's zusammen. Okay, was können wir noch optimieren? Wir können diesen linken Teil hier noch ein bisschen verstärken, indem wir hier nochmal irgendeine Seitenstrebe reinziehen. Einmal und die natürlich vorm Absturz noch irgendwie bewahren. Also auch hier einmal, zweimal und absichern. Und jetzt wird mir das Ganze hier in der Mitte ein bisschen instabil, deswegen ziehen wir hier auch nochmal Seitenstreben rein. Und es sieht gut aus. Alles, nichts wird besonders rot, sondern alle kommen sie eigentlich recht gut durch. Ja, das war's. 1, 2, 3, 4 und 5. 19.000. Oh, das war knapp. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen dann. Ach nee, jetzt kommt ja die Geschichte. Die Geschichte geht dann morgen weiter. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen zum Kapitel Nummer 4. Bis dann.